Diese Sklaven werden dafür bestraft, dass sie vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Rette sie vor den Peinigern. Sicher doch. So, was ist denn unser Spezialauftrag hier? Eliminiere 4-5 Uruks durch Schleichtötung. Das dürfte machbar sein. Was meint ihr, wovon die Orks träumen? Fleisch und Gemetzel. Hey, hier rüber! Schmerz und Leid? Ich denke ja, dass sie gar nicht träumen. Ihnen fehlt das Herz dafür. Aber ja doch. Sie träumen vom Schatten ihres dunklen Herrschers. Blut, du Schwäche. Fällt es dir immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave? Komm mal her. Da drüben hat sich etwas bewegt. Das ist Quatsch. Hey, guck mal, hier sind 2000 Orks. Komm mal rüber. Fleh um Gnade! Ein toter Uruk! Und ich bin weg. Hallo, du da. Komm her. Hopp, hopp. Stell dich, Waldläufer! Waldläufer ist ein noch größerer Feigling als eine Maus. Tatsächlich. Der Tag hatte zu viel Schiebe. Koste meinen Stahl! Bleib, wo du bist! Nein. Wenn nicht denn zu klettern wie ich, dann wird er mich nie kriegen. Und fünf. Die Wand in die Luft gejagt. Das Köpfchen hat ja nichts Interessantes für uns. So. Ophels Sturm ist übrigens auch aufgeladen jetzt. Das wird nett werden. Du musst uns retten. Gewiss doch. Hier. Ich schneide kurz mal den Arm ab und dann geht das wieder. Ich stehe in deiner Schuld. Tu das mal. Hauptsache du stehst. Zeit zu sterben! Warte, ich rieche etwas. Egal was es war, es ist weg. Bleibt wachsam! Es könnte zurückkommen. So. Komm rüber. Hey, der Waldläufer, ihm nach! Du kannst uns nicht töten! Ich teste gerade nur als Sturm aus. Wir können dann wirklich unbegrenzt Hinrichtung durchführen. Bleib zurück, wenn du dann entkommst. Das ist nett. Schneid mich los! Ich ertrage diese Qualen nicht. Das ist echt nett. Da können wir, wenn wir in einer riesigen Orkmasse drin stehen, können wir das aber komplett wegräumen. Schrei nicht so, ich muss deine Kollegen noch retten. Danke. Für was auch immer was. Ich habe mich dafür bedankt. Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Okay. Ich kann meine Füße kaum spüren. Doch ich finde schon die Kraft zu fliehen. Danke, Waldläufer. Okay, gut. Das ist immer, wir sind immer glücklich zu helfen. Einmal eine Schnellreise nach dahin.
So, schauen wir mal. Saurons Armee. Redback ist der... ist der Leibwächter von Mock, dem anderen Zwilling. Schaden durch Fernkampfgriffe, Schaden durch Kampftodesstöße. Okay. Dann Ziel markieren. Da. Wonach meint ihr, graben wir eigentlich? Keine Ahnung. Ich tue einfach nur, was die Orks von mir verlangen. Wir laden kurz mal wieder unseren Berserker-Modus wieder ein bisschen auf. Der könnte nützlich sein. Gerade im Kampf gegen irgendwelche Häuptlinge. So. Dann ist das Köpfchen ab und... das wird sich ja ziemlich schnell auf einer Ohrgruppe suchen und dann... so, einmal den Karagor hinrichten. Schnauze, Mistvieh. Haben wir zwar absolut nicht kommen sehen, aber dann haben wir ihn noch weggeräumt. Eliminieren Häuptling, so dass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. 70 Macht. Annehmen. Natürlich. Hört mal, heute müssen wir keine neuen Wunden aufreißen. Diese Vögel zerfressen mich schon genug. Oh, ihr Bastarde! Oh, wenn ich Häuptling bin, werden diese Vögel eure Eingeweide fressen. Hast du das gesehen? Hilf mir hier, Mann. Mir geht's gut. Hat gar nicht wehgetan. Ja, ich weiß, was du denkst, Waldläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge. Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Es klappt. Alter, Redback ist eine Übungsanlage. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttler. Sekunde mal. Ich habe irgendwas Gefühl, dass immer noch die Musik zu laut ist. Hände. Warum auch immer in der Sequenz. Oder die Sequenzen sind schlecht abgemischt. Ach, für Filme. Meine Hände schwitzen schon. Für Filmsequenzen ist das ganz eigenes. Dann sind die Sequenzen von sich selbst aus schlecht abgemischt. Am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Besiege zwei Berserker. Töte einen Berserker mit einer Vorsprungtötung. Okay. Für einen Uruk wie mich, du kannst zu jedem unserer Lager gehen. Einige sind besser ausgestattet als andere. Wenn du nur das Schwester willst, dann... wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird,
ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Redback hat zugleich Gorod und den Henker getötet. Wie ist das nur möglich? Das waren ein paar mächtige Uruks. Ich glaub das nicht. Gorods Tod ist eine Sache, aber dann auch noch der Henker? Falls Redback doch ein wahrer Krieger ist, schlitz ich mir selbst die Kehle auf. Ziel erfüllt. Da war doch ein Geräusch. So, Berserker. Ich hab den dreckigen Ziel. Mock der andere zu bringen, ist erschienen. Die Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Greif von hinten an! Mein Läufer, passt auf seine Tricks auf! So, und jetzt! Urfelssturm! Permanente Hinrichtung hier. Und noch einer. Und noch einer. Erledigt. Und noch einer. Wir haben es geschafft! Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Leihst du mir dein... Ich brauche eine schärfere Klinge. Oh Gott. Genau so ist das jetzt abgelaufen. Auftrag ausgeführt. Mit Spezialziel. Redback der Weise und Mächtige ist Errungenschaft. Ja, bestimmt. Unsere Schützen treffen aus so großer Entfernung, dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Ja, aber wo ist dann der Spaß an der Sache? Sie sollten noch mal daneben schießen. Wir brauchen jetzt mal eine Schleichsetzung für unsere Gesundheit. Habt ihr das gehört? Danke. So. Nächstes Ziel. Wir sind hier, dann können wir für den Dolch mal Geflüster des Todes ersuchen. Wie? Schnauze. Oh! Ups. Da haben wir gerade einfach mal. Wir haben gerade einfach mal kurz. Haben wir immer kurz den Häuptling weggesnackt, den Hauptmann weggesnackt. Kein Problem. Ich würde eigentlich nur noch mal eine Schleichsetzung zwischendurch machen und dann war plötzlich ein Hauptmann tot. Was man nicht alles kommen sieht. Oder nicht kommen sieht in dem Fall. Er hat es bestimmt nicht gekommen gesehen. Jeder Diener des dunklen Herrschers, der in dieser Nacht seinem Ruf folgte, sollte den Morgen nicht mehr erleben. Finde ich gut. Das Ziel lässt sich entdecken. Okay. Das wird sich machen lassen. Diese Spuren kenne ich doch. Haltet die Augen offen. Ha! Beruhige dich. Das war nur ich, als ich die Sklaven zum Koch geschleift habe.
kommen wir jetzt an den ran. Unser Häuptling hat es mit hoher Gewalt an die Spitze geschafft. Hat er gezählt? Der hat gezählt. Ich bin nicht entdeckt worden. Diese Karaburg resten ständig Sklaven. Was ist mit uns? Nächster. Gut. Das war gerade schon ganz schön knapp. Schauen wir mal ganz kurz. Wo stehen denn noch welche? Wer ist das denn jetzt schon wieder? Ratanak. Ah. Vielleicht für schlecht uns. Das kann natürlich sofort getötet werden. Vielleicht nehmen wir den sogar noch mit. Oh. Habe ich da gerade etwas gehört? Nein, hast du nicht. Wen meinst du überhaupt? Oh, das sind zwei. Hier gab es einen Mord. Gab es nicht. Ich war vom Feuer umzingelt, als der Grabwandler angriff. Aber ich habe nur ein paar angesenkte Borsten bekommen. Wir wurden nicht entdeckt, oder? Nö, das zählt nicht als Entdecken. Hoffentlich lässt der Regen bald nach. Der Regen ist gut für uns. Da müssen wir den Sklaven wenigstens nichts zu trinken geben. Gut, das war gerade. Wir brauchen eine Menge mehr glücklich. Rohstoff, als wir kriegen können. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten. Es würde uns leichter fallen, wenn die Sklaven nicht so faul wären. Würden wir Uruk statt Bleichhäuter einsetzen, bräuchten wir nur halb so viele Arbeiter. Dieses faule Pack. Er ist tot. Was war das? Können wir uns nicht einfach so anlocken? Hier so? Und Ziel entdeckt. Ziel erledigt, nicht entdeckt worden. Auch wenn das ein bisschen. Das war schon ein bisschen fast geschummelt, könnte man sagen. Der Uruk war ohnehin überflüssig. So, wir wollen jetzt unsere Rune da hinten haben. Ein geübter Jäger. Da! Du und ich! Na dann nur! So. Wo waren wir? Genau, wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten. Das. Sprich bei deinem Verhör eine Todesdrohung gegen einen Hauptmann aus. Durch die Todesdrohung erhältst du epische Runen von Häuptlingen. Außerdem würden sie wahrscheinlich um 30% Haufen Hauptmann epische Runen zu erhalten. Zinner hat gemacht und seine Gefolgsleute und wird Gefolgsleute um sich scharen. Gut, damit können wir also die Gegner ein bisschen härter machen. Und wir erhalten noch andere nette Sachen. Schulterstoß. Wollen wir haben. Verbesserte Sprintangriffe, Leertaste gedrückt halten und dann Steuerung drücken, sodass sie auch Holzschilde beschädigen und Gegner zu Boden werfen. Das können wir direkt mal austesten. Was war das für ein Geräusch? Dort ist er! Greift ihn von hinten an! Ich muss das Signalfeuer entzünden. Ah, ich verstehe. Moment, zünde den an! Gefällt mir. Bringt mir ruhig Verstärkung, damit ich mehr Spaß habe. Ich hoffe, du hast recht. Habt ihr das gehört?
gerade machen? Ich habe keine Ahnung. Als Sturm aktivieren und jetzt. Wo ist, worin sind jetzt alle hin? Können wir den deaktivieren? Ne, können wir nicht. Okay, dann halt nicht, dann fällst du halt hier runter. So. Nächstes Ziel. Artefakt.